Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smoking D. Heute wollen wir mal wieder ein Hähnchen auf den Grill hauen. Wir haben uns eine Maispoulade geholt. Eine Maispoulade, das war dann schon mal für mich so die erste Frage. Ich wollte einfach mal wissen, was genau ist eine Maispoulade, dass die wohl mit Mais gefüttert wird. Das war mir auch klar. Aber um wie viel Prozent Maisanteil sich das Futter handeln muss und so weiter, das habe ich mir ein bisschen zusammengegoogelt. Also mindestens 50% und so weiter und so fort. Es gibt auch hier in Deutschland ein Siegel KIKOK, K-I-K-O-K, die sich entsprechend mit der Thematik der Maispoulade, des Maishähnchens befasst haben. Die haben da sehr strenge Regeln aufgestellt. Das Gute an dieser ganzen Sache ist, dass so aufgezogene Hühnchen, das ist ja immer wieder in aller Munde, dass die Hühnchen Antibiotikum verseucht sind. Aber hier bei den Maishähnchen handelt es sich tatsächlich um eine Sorte Fleisch, die ohne Antibiotika auskommt, da die diese Hähnchen kaum irgendwelche Krankheiten aufweisen, weil sie eben sehr naturbelassen eben auch aufwachsen können, was ja eigentlich schon mal eine tolle Sache ist. Habe ich so nicht gewusst, hat mich sehr gefreut. Ich habe dann noch ein bisschen weiter gegoogelt. Das Hähnchen, was wir uns hier heute geholt haben, heißt Henri Quatre, also Henry der Vierte. Das war ein französischer König, der da auch eine besondere Beziehung dazu hat. Deswegen hat man dem Huhn diesen Namen gegeben. Finde ich also auch ganz interessant. Das war um 1600 und zu dieser Zeit hat der französische König Henri IV. Eben gesagt, er wünscht, dass jeder Franzose sein Huhn im Topf hat. So viel zum Thema Maishähnchen. Vielleicht einen kleinen Zusatz noch. Hähnchen, Poulade, wo ist denn da der Unterschied? Eine ganz einfache Sache. Ab 1,2 Kilo handelt es sich um eine Poulade. Unser gutes Stück, was wir uns geholt haben, hat 1415 Gramm. Ja, dann, was wollen wir genau aus unserem Maishähnchen machen? Wir wollen heute ein Senflimettenhähnchen machen. Das hat sich meine liebe Julia ausgesucht. Also ein Senflimettenhähnchen soll es sein. Wir müssen als allererstes ein Poultry Perfect Rub zusammenmischen, also eine Gewürzmischung. Die stelle ich euch dann gleich hier im Anschluss vor. Ferner gibt es eine Füllung für unser Hähnchen. Und last but not least werden wir noch einen Lemon Splash machen. Also ich bin wirklich sehr gespannt, was das Ganze nachher und wie das Ganze wird und entsteht. Also lasst uns jetzt mal die Thematik, den Perfect Poultry Rub angehen. Und ich zeige euch jetzt mal hier die entsprechenden Zutaten, die wir hier brauchen. So, hier haben wir auf einen Blick mal alle Zutaten für den Poultry Perfect Rub. Ja, und die stelle ich euch jetzt nochmal einzeln vor. Erst brauchen wir 6 Esslöffel Paprikapulver edelsüß. Pfeffer. Schwarz. Und zwar frisch gemahlen. Davon hätten wir gerne 2 Esslöffel. Und die wollen jetzt noch gemahlen werden. Bitteschön. Als nächstes haben wir das Selleriesalz. Und zwar 2 Esslöffel. Zucker. Auch hier 2 Esslöffel. Von Knoblauchpulver. 1 Esslöffel vom Knoblauchpulver. Senfpulver. Und zwar 1 Esslöffel. Cayennepfeffer. 1 Teelöffel. Last but not least, der Abrieb von 2 Limetten. Und hier bitteschön der Abrieb. Das Ganze habe ich dann hier in diesen Behälter reingetan, da kann man es nämlich am besten schütteln. Und hier haben wir jetzt unsere fertige Gewürzmischung, den Poultry Perfect Rub. So, hier haben wir nun unser Maishähnchen, unsere Maispoulade. Wie gesagt, ab 1,2 Kilo sind wir ja eine Poulade und kein Hähnchen mehr. Und hier haben wir 1415 Gramm. Das Erkennungszeichen ist hier auf jeden Fall schon folgendes. Diese gelbliche Haut, ja, das ist ein ganz, ganz besonderes Zeichen dahingehend, dass es sich halt eben hier um ein Maishähnchen handelt. Wunderbar. Das Ganze, was jetzt passiert, wir haben ja eben diesen schönen Rub gemacht.
den werden wir hier gleich draufschmieren. Doch bevor wir den draufschmieren, brauchen wir auch, wie ihr das von mir schon kennt, normalerweise nehme ich bei Fleisch Olivenöl, aber hier werden wir eine andere Brühe anrichten, das heißt Brühe, eine andere Essenz, und zwar mit Butter und Worcestershire Soße, ganz genau. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Alles denn, dann kommen wir doch mal entsprechend zu den Zutaten. Hier haben wir die Butter. Da brauchen wir jetzt ungefähr so einen, naja, sagen wir mal Esslöffel. Nehmen wir mal einen Esslöffel. Sieht ganz gut aus, oder? Rinn damit? Na, will nicht. Muss. Ach komm, was soll der Geiz? Die Gutbutter nehmen wir lieber ein bisschen mehr. So, die wollen wir nur auflösen und nicht braun werden lassen. Ja, das wird gut. Wunderbar. Jo, und schon sind wir flüssig. Perfekt. Lass ich jetzt ein bisschen runterkühlen. Logo. Einen Moment, meinst du, wir können schon? Ja, geht doch gut. So, wunderbar. Das Ganze noch mal ein bisschen aufschwenken und damit bestreichen wir jetzt unser Hähnchen. Auf jeden Fall habe ich mich dazu entschieden, das jetzt nicht mit der Hand anzugehen, die Thematik, weil die Butter wird noch eine gewisse Temperatur haben und von daher habe ich mir hier diesen Pinsel geholt. Also, mal rauf mit dem guten Zeug an das gute Hähnchen. Ja, läuft doch ganz gut. Und wir werden das Hühnchen selbstverständlich von beiden Seiten, allerdings auch von innen bestreichen. Jetzt von innen, ich guck mal, das mache ich mal so ein bisschen grobschlächtig, einfach ein bisschen so. Einmal so. Ja, genau. Jetzt drehen wir das Ganze einmal um. So, schaut gut aus. Vorne auch nochmal ran. Ja, ist doch fein. Hier den letzten Rest auch noch drauf. Und da rein. Das gießen wir einfach so drüber, würde ich sagen. Ja, wunderbar. Als nächstes der soeben von uns gemischte Rub. So, hier haben wir jetzt unseren Rub, den werden wir jetzt gleich mal hier schön draufhauen, mal schön verteilen hier. Vom Rub werden wir ungefähr ein Drittel übrig lassen, den brauchen wir nämlich später nochmal. Jetzt noch mal einen kleinen Tipp von mir, wenn ich das hinkriege, ja, dass wir hier unten so ein bisschen reingehen und da auch noch ein bisschen Rub reinmachen. Ja, da kann das Fleisch vom Rub auch noch etwas annehmen. Hier gerade einfach nur die Haut etwas vom Fleisch lösen, so mit zwei Fingern reingehen und das etwas öffnen, damit der Rub da drin auch seinen Platz findet. Wunderbar. So, nach innen werden wir noch ein bisschen was befördern. Das sollte dann aber mal reichen. Unser Huhn ist inzwischen in die Plastikfolie, hier in die Frischhaltefolie gewandert. Und jetzt geht's hier ab in den Kühlschrank und dann sehen wir uns erst morgen wieder. Tag 2 für das Senf-Limetten-Hähnchen. Tja, was machen wir heute? Als allererstes will ich schon mal sagen, das Hühnchen hat gut im Kühlschrank übernachtet. Das wird von mir gleich nochmal gerubbt,
weil da haben wir ja diesen Pooltree Perfect Rub. Und ansonsten muss ich noch zwei Dinge vorbereiten, und zwar die Füllung für das Hähnchen. Da brauchen wir eine halbe Zwiebel. Und zu der halben Zwiebel brauchen wir auch noch ein paar geachtelte Limetten. So, auch werden wir einen Lemon Splash machen. Und für den Lemon Splash brauchen wir eine halbe Zwiebel. Allerdings die dann nicht gewürfelt, sondern in kleine Ringe geschnitten. Und mit der Sache werden wir jetzt ganz einfach mal anfangen. Hier haben wir unsere Zwiebel. Einmal die Zwiebelringe für die Füllung, einmal die gewürfelte Zwiebel für den Lemon Splash. Der Lemon Splash ist das nächste, was wir jetzt hier angehen. Hier im Topf, da sind schon so an die, das sind knappe 200 Milliliter Hühnerbrühe. Zu dieser Hühnerbrühe schütte ich jetzt so, sagen wir mal, ein bisschen mehr, also Quarter Cup, als eine Vierteltasse Lemon. Saft, das dürfte eine halbe Tasse sein. Hauen wir mal genau so da rein. Eine halbe Tasse Wasser. Ein Esslöffel Senf. Einen guten Esslöffel. Worcestershire Sauce. Das dürfte noch mal genau ein Esslöffel sein, der hier drin ist. Na, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das gereicht hat. Naja, ich habe gleich mal noch eine weitere mit hochgebracht. Das sah jetzt doch ein bisschen dünn aus, finde ich. Ich dachte, das ist mehr. So, jetzt sieht es so langsam nach einem Esslöffel für mich aus, nicht wahr? So, wunderbar. Und last but not least, die gewürfelte Zwiebel. Das haben wir jetzt hier alles zusammengeschüttet. Und das wandert jetzt nochmal auf die Platte und soll dort erhitzt werden. So, wie ihr seht, das ist jetzt leicht am Köcheln. Jetzt kommt hier nochmal ein Teelöffel von unserem Pooltree Rub dazu. Hier haben wir jetzt nun das Hähnchen, also die Poularde. Die wird von mir jetzt nochmal leicht mit diesem Rest des Pooltree Rubs eingerieben auf beiden Seiten. Jetzt haben wir ja noch die Füllung vorbereitet für das Hähnchen. Unsere Füllung, die haben wir hier. Das sind die geschnittenen Zwiebelringe einer halben Zwiebel. Hier haben wir dann nochmal eine geachtelte halbe Lemon. Ich glaube, das macht tatsächlich nur so Sinn. Die kommen da jetzt mal rein. Super. Die dazu. Ja, das sieht doch gut aus. Ich glaube, ich lasse das so. Also so, wie es original gedacht ist. So, alles drin, alles drum, alles dran. Unser Huhn ist fertig für den Kugelgrill. Hier ist der Kugelgrill. Der Anzündkamin steht drauf mit exakt 11 Grillbriketts pro Seite. Das sind dann also 22, weil wir werden hier indirekt grillen. Dafür haben wir dann diese Grillkörbe und pro Grillkorb benutzen wir 11 Weber Grillbriketts. Warum so genau? Da verlasse ich mich einfach auf das, und das funktioniert auch. Schon in mehreren Tests bestanden. Was die Werksangaben der Firma Weber sind, das funktioniert 100%. Ja, nun sind wir soweit. Ich habe die Holzkohle hier schon mal rein verteilt. In der Mitte haben wir hier noch so eine Aluminium-Auffangschüssel stehen, weil wir werden ja nachher mit dem Splash ab und an über das Hühnchen drüber gehen. Hier habe ich noch ein paar Woodchips. Das sind Whisky-Woodchips. Die verteile ich jetzt hier gleich auf der Holzkohle. Wie gesagt, 11 Kohlebriketts pro Seite ist die Angabe von Weber für den 47er Weber Kettle. Ja, wunderbar. Also dann werden wir hier doch direkt mal so die Woodchips ein bisschen drauf verteilen. Zack. Hier auf der anderen Seite auch ein paar drauf. Ja, ihr seht, ich habe die nicht nass gemacht. Das ist ein Tipp, den ich mir aus dem Internet geholt habe, und er hatte mir das so gut erklärt. Ich glaube, Barbecue Saarland war das, aber ich verbessere mich gerne, wenn es denn soweit ist und das sein muss. Ihr seht, also indirekt wird die Sache hier angegangen. Das brennt jetzt schon ganz schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Man raucht dann da schnell. Super. Da haben wir es drauf. Jetzt kommt nur noch der Deckel drauf. Und hier habe ich an der Öffnung so, ja, sagen wir mal, ein Fünftel auf. Vielleicht ist es auch ein Viertel. Unten
den habe ich ganz auf. Und wenn ich sehe, dass die Temperatur zu hoch wird, ziehe ich den wieder ein bisschen runter. Ja, das war's. Das nächste, was jetzt passiert, ich werde so in 20 Minuten, 25 Minuten das erste Mal nach den Kerlchen ja schauen. Eher 20, denke ich doch, ja. Und dann werden wir das erste Mal den Splash drauf moppen. So, dann schauen wir mal, wie es dem Guten hier so geht. Das heißt, hier unsere Grilltemperatur, so müssen wir das machen, die liegt so bei 185, 190 Grad. Und es läuft ja alles gut vor sich hin. Ich werde jetzt hier in 7 Minuten mal beginnen und den Lemon Splash draufhauen. Ja, wie gesagt, jetzt ist es endlich soweit. Der Lemon Splash soll auf unser Hühnchen drauf. Die Poularde, ich vertue mich immer wieder. Und ja, auch an dieser Stelle mal ganz herzliche Grüße an Fireworks Barbecue. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt richtig gesagt habe, aber ich glaube, das war Fireworks Barbecue. Dein Video hat mir echt sehr gut gefallen. Ich kann meinen Leuten echt nur empfehlen, schaut da mal rein. Ihr werdet euren Spaß haben, der macht es nämlich auch richtig toll. Ja, also auf jeden Fall ist es so, dir nochmal liebe Grüße. Und jetzt kommen wir aber doch hier zu unserer Thematik. Das heißt, ich werde den guten Jungen da jetzt mal entsprechend mit dem Lemon Splash bearbeiten. Ihr schaut mal hier auf den Temperaturfühler, der ist der absolute Hammer. Wirklich, die Temperatur ist so konstant in dem Gerät. Es ist toll. Oh ja, guck mal, wie toll das aussieht hier. Ich bin begeistert. So, jetzt mal schön den Splash hier drauf. Jawohl. Komm. So, das bedeutet für uns wieder Deckel drauf. So, das Hühnchen haben wir jetzt schon mal aus dem Kugelgrill rausgeholt. Da ist das gute Teil. Haben es uns hier hinten auf der Terrasse gemütlich gemacht. Und werden es jetzt gleich tranchieren. Und dafür werden wir natürlich und auf jeden Fall auch die Kamera wieder draufhalten und die ersten Geschmackseindrücke mal preisgeben. So, der Moment ist nun soweit. Jetzt wollen wir das gute Hühnchen mal tranchieren. Mal schauen, was aus dem Ganzen so geworden ist. Ich weiß gar noch nicht so genau, wo ich jetzt hier anfangen soll. Vielleicht hier nehmen wir so die Schenkel schon mal abtrennen. Ja, läuft gut. Sieht auch gut aus. Was ich bis jetzt so hier sehe. Super, Schenkel Nummer 1 ist ab. Ja, hier steht überall das Saft drin. Ich weiß nicht, sieht man das so ein bisschen hier? Das ist ein Wahnsinn, ne? Das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass der Hahn hier von uns mit dem Splash eben bearbeitet wurde, immer wieder. So, ich würde sagen, die Flügelchen hier, mal sehen, wie ich da dran komme. Ist ein bisschen schwierig hier, so seitlich da dran zu kommen. Ja, auch durch, perfekt. Und dann haben wir jetzt hier die Brust gleich noch. Super, da gehen wir mittig rein. Schneidet sich sehr, sehr gut. Jetzt aber an den Knochen ran. Jawohl. Ja, da haben wir die Füllung. Ich glaube, dass ich die dann mal gleich leicht raus lösen werde. Perfekt. Geht einen guten Weg. So, hier müssen wir noch einmal durch. Halt so heiß. Ja, haben wir geschafft. Super. Die Füllung, die kann man entfernen. Würde ich mal so sagen.
Hauen wir mal hier gerade drüben rein. Dann würde ich sagen, gehen wir das Ganze an. Ich erzähle euch hinterher, wie es war. Dann kommen wir doch mal zu der Endbesprechung von dem Maishähnchen, von der Maispoulade. Was soll ich sagen? Fangen wir mal mit dem Negativen an. Die Brust war zu trocken. Das ist aber ganz klar mein Fehler gewesen. Ich denke, ich habe das etwas zu lange drin gelassen. Trotz alledem war sie sehr schmackhaft. Schmackhaft, aber trocken. Ja, dann, das geht in Richtung Rezept. Unter Senf-Limette hätte ich mir mehr Senf- und mehr Limettengeschmack vorgestellt. Das war absolut nicht gegeben. Als Idee für die Zukunft, da denke ich mir jetzt, dass ich da in Zukunft eine Injektion vornehmen werde. Das heißt, ich werde diesen Lemon Splash, den ich vorher angerichtet habe, schon einen Tag vorher auch anrichten, aus Zitrone und oder Limette und Senf irgendeine Flüssigkeit herstellen und dann eben ins Fleisch injizieren. Ich weiß nicht, ob das so intelligenten so richtig ist, da muss ich mich auch nochmal vorher informieren. Die Schenkel und auch die Flügel, die waren fantastisch. Die waren saftig und alles, aber auch hier wieder der Senf-Limetten-Geschmack, das fehlte. Den Senfgeschmack vielleicht beizubekommen, wäre es vielleicht eine Idee, das Hühnchen vorher auch mit Senf einzureiben, so wie man das ja bei Pulled Pork mit dem Fleisch, mit dem Schweinenacken vorher macht. Vielleicht ist das eine Idee. Und den Limettengeschmack, tja, wie gesagt, mir fällt da jetzt im Moment nur die Injektion ein, aber macht es Sinn, ein Fleisch mit Zitronensaft vorher zu injizieren? Gut, das sind Fragen, die sich jetzt aufwerfen. Auf jeden Fall muss ich sagen, das Ganze hat wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Gerade auch der Kugelgrill macht mir wahnsinnig viel Spaß. Das ist ein sagenhaftes Ding. Mit dem kann man wirklich toll arbeiten. Der hält die Temperatur so genial. Du kannst es so einfach regeln. Das ist beim Smoker alles durchaus viel schwieriger. Tja, also von daher, es ruft nach einer Neuauflage. Und trotz alledem hatten wir einen schönen Nachmittag und hatten das Fleisch, auch wenn die Brust etwas trocken war, konnten das Fleisch genießen. Das auf jeden Fall. Ja, könnt mir ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr so drüber denkt, was ihr so davon haltet oder auch Tipps, wie ich das besser machen kann. Würde ich gerne annehmen wollen. Und ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Euer Smoking Dee.